Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Teil der Boomsday Project Review Serie. Heute gucken wir uns mal die Klassenkarten vom Krieger, Paladin und vom Jäger an. Gerade die drei zusammen, weil diese drei Karten haben noch Max mit magnetischen Fähigkeiten. Das sind die einzigen drei, ich sag mal, Klassen, die das noch haben. Die anderen allerdings nicht. Trotzdem heißt es nicht unbedingt, dass die anderen Klassen nicht auch Max spielen können. Wir fangen mit dem Krieger an. Raketenstiefel, 2 Mana, ein Zauber, verleiht einem Diener Eifer, zieht eine Karte. Wir haben schon eine Karte im Basisset für 1 Mana, die dem Gegner Eifer verleiht. Hier zieht man für 2 Mana eine Karte. Ist dieses 1 Mana mehr für eine Karte ziehen wirklich so gut, dass man Raketenstiefel ziehen könnte? Ich denke eher nicht. Höchstens im Deck, was sehr schnell seine Karten ziehen will, aber Raketenstiefel passt momentan aktuell, glaube ich, in kein wirklich tolles Kriegerdeck rein, was ich so im Kopf habe. Von daher denke ich nicht, dass wir von den Raketenstiefeln aktuell sehr viel sehen werden. Waffenprojekt. Projekt sind natürlich diese Karten, die jede Klasse hat. Projekte sind relativ starke Karten, allerdings gelten die Effekte für beide Spieler. Das ist immer so ein Nachteil. Waffenprojekt, 2 Mana, jeder Held legt eine Waffe 2/3 an und erhält 6 Rüstung. Ja. Das Problem an den Projekten ist natürlich, man kann sich sein Deck so ein bisschen um sein Projekt herum bauen, ne? Also ich heißt, ich könnte mir so ein Deck um mein Projekt herum bauen. Das Problem ist, wenn ich mir ein Agro-Deck mache für die Waffe, erhält der Gegner durch meine Karte 6 Rüstung. Wenn ich einen Agro-Deck verstärke, kriegt der Gegner auch 6 Rüstung. Also es ist eher so eine Karte, die ist für ein Kontrolldeck besser, aber ich denke nicht, dass wir vom Waffenprojekt sehr viel sehen werden. Diese Projekte bieten einfach beiden Spielern einen Vorteil. Und das Waffenprojekt ist, naja, im Prinzip nicht wirklich das tollste Projekt. Von daher, ich denke nicht wirklich, dass wir sehr viel davon sehen werden. Höchstens in einem Kontrolldeck, aber das kann auch sehr stark nach hinten losgehen. Das ist immer so das Risiko an diesem Projektkarten. Dynomatik, 5 Mana, 3/4 Kampfschrei, verursacht 5 Schaden, der zufällig auf alle Diener außer Max verteilt wird. Eine sehr interessante Karte in einem Mech-Deck, wenn man ein reines Krieger-Mech-Deck spielt, natürlich eine sehr starke Karte, weil 5 Mana 3/4 verursacht an den gegnerischen Einheiten 5 Schaden, ist relativ stark. Wenn der Gegner auch ein reines Mech-Deck spielt, ist diese Karte nutzlos, komplett nutzlos. Aber ja, Dynamomatik ist tatsächlich, kann relativ gut werden, kann relativ solide werden. Könnte aber auch noch hinten losgehen, aber ich denke mal, alles in allem, wenn wir einen Krieger-Mech-Deck sehen, denke ich auch, dass wir was von diesem Dynamomatik sehen werden. Dafür ist er eine relativ starke Karte durch diese 5 Schaden, die er verursacht. Und wir können darum herumspielen, unser Gegner nicht wirklich direkt. Sicherheitsbot, 6 Mana, 2/5, ruft jedes Mal einen Mech 2/3 mit Spott herbei, wenn dieser Diener Schaden erleidet. 6 Mana, 2/5 ist natürlich eine relativ schwache Statline, aber wir kriegen jedes Mal einen 2/3er mit Spott, wenn diese Karte Schaden erleidet. Das heißt, wenn wir dem vielleicht wenn wir ihm vielleicht Spott geben können mit dem Wächter, den wir in den neutralen Karten gesehen haben, 1/5er magnetisch mit Spott, könnte er relativ aufhaltsam werden, das heißt relativ gut für ein Kontrolldeck werden. Aber die Frage ist, ob er nicht dafür ein bisschen zu langsam ist. Ne? Es kann wirklich sein, man könnte ihn natürlich auch vorher triggern mit eigenen Karteneffekten. Agro-Decks passt er nicht wirklich rein, dafür ist es zu langsam. Eher ein Kontroll-Krieger-Deck mit einer Menge Spott, die überleben wollen. 6 Mana ist natürlich ein bisschen hoch für Agro-Decks. Wenn man nicht aufpasst, ist diese Karte auch da zu langsam. Sicherheitsroboter, ich denke nicht, dass wir sehr viel von ihm sehen werden. Wir könnten etwas sehen in Kontrolldecks, aber es ist halt so eine Karte, die ist für meinen Geschmack ein Ticken zu langsam für das, was sie tut, auch wenn der Effekt relativ gut ist. Das Bummschiff, 9 Mana, ruft aus eurer Hand 3 zufällige Diener herbei, verleiht ihnen Eifer. Jede Klasse kriegt eine legendäre Einheit und einen legendären Zauber. Das ist der Zauber für die Krieger, das Bummschiff. Man ruft 3 Einheiten aus der Hand herbei, sie können sofort angreifen. Ist eigentlich, ich sag mal so, kein schwacher Effekt, wenn ich ehrlich bin. Das Bummschiff kann relativ solide sein, kann relativ gut sein, vor allem wenn man noch sehr starke Karten auf der Hand hat oder vielleicht Karten, die einem eine Win-Condition bescheren durch ihre Effekte, aber man hat in der Runde schon 9 Mana ausgegeben. Die Kampfschrei-Effekte werden natürlich nicht ausgelöst. Wird diese Karte zu sehen sein? Kann.
Ich kann es mir aber auch nicht wirklich so hart vorstellen, dass man diese Karte sehr viel sieht. Für ein Agro-Deck passt sie überhaupt nicht. Eher für so ein Kontrolldeck. Und dann kommt es halt auch wirklich darauf an, was man für Karten hat. Ob diese Effekte haben oder nicht. Es ist trotzdem eine relativ solide Karte. Und vielleicht sieht man was, aber dann nicht in Agro-Kriegern. Falls man dann im nächsten Expansion-Set überhaupt einen Agro-Krieger sehen wird. Eternium Flitzer. Ein Mana 1-3, jedes Mal zwei Rüstungen, wenn dieser Diener Schaden erleidet. Ist eine absolut traumhafte Karte. Ein Mana 1-3 ist erstmal für ein Kontrolldeck relativ gut gegen Agro-Decks. Und jedes Mal, wenn diese Karte Schaden erleidet, kriegen wir halt zwei Rüstungen. Man kann diesen Mech natürlich mit magnetischen Karten noch relativ hoch stärken, kann ihn hoch buffen. Man kann ihm eine Menge Leben geben. Das ist halt so dieses Besondere an diesem Mech. Ne? Also es ist nicht unbedingt eine 1 Mana 1-3, sondern er könnte sich auch noch weiter hoch boosten. Und jedes Mal, wenn er Schaden kriegt, kriegen wir zwei Rüstung. Ist so ein bisschen der Rüstungsschmied für die Mech-Decks. Ich denke, diese Karte werden wir auf jeden Fall sehen. Sie ist relativ solide und hat einen ziemlich guten Effekt. Omega-Montage. Ein Mana. Entdecke alle Mechs. Erhalte alle drei Karten, wenn ihr 10 Mana-Kristalle habt. Was soll ich sagen? Ist wieder so eine Omega-Karte, ist aber eine der meiner Meinung nach etwas schlechteren Omega-Karten. Klar, wenn das Duell sehr lange geht, ne? Wenn wir 10 Mana-Karten haben, 3 Karten ziehen für einen Mana ist relativ solide. Man weiß aber nie, was man für Max bekommt. Es gibt auch noch von älteren Expansions schlechtere Max. Man muss nicht unbedingt einen relativ guten Max bekommen. Wir haben auch schon schlechte Max gesehen. Von daher Omega-Montage passt für mich nicht wirklich in so ein sehr starkes Rack rein. Ich denke, dass wir sie sehen werden, aber ich denke, dass wir nicht sehr viel von dieser Montage sehen werden. Arena allerdings eine relativ gute Karte. Ne? Ein Mana, zieh 3 Karten. Für Arena würde ich diese Karte nehmen. Für Constructed ist es so ein bisschen... Ich glaube, da gibt es bessere Karten, je nachdem, was man spielen will. Irres Genie, Dr. Boom. Ja... Die legendäre Krieger, ich sag mal, der legendäre Krieger Minion, der ein neuer Held darstellt. Dr. Boom ist zurück. Dr. Boom war eine sehr beliebte Karte in früheren Zeiten. Jeder hat sie gehasst. 7 Mana, 7 Rüstung, Krampfschrei für den Rest des Spiels haben eure Mechs Alpha. Ist ein verdammt starker Effekt. Und ihr kriegt eine neue Heldenfähigkeit, beziehungsweise man kriegt 5 neue Heldenfähigkeiten, die sich allerdings jede Runde abwechseln. Man kriegt nicht jede Runde immer die zwei dieselben Fähigkeiten, aber ja, die Heldenfähigkeit ist entweder man verursacht 3 Schaden, man kriegt 3-1-1er-Bots mit Eifer, die hätten sowieso Eifer, weil es Max sind. Man fügt jedem Gegner 1 Schaden zu, man kriegt 7 Rüstung. Den letzten Effekt habe ich gerade verdrängt. Der ist mir jetzt gerade... Ach, man entdeckt einen Mech. Genau, man entdeckt einen Mech. Allgemein, in einem Mech-Deck, Irres Genie Dr. Boom ist einfach eine Must-Have-Karte. Ne? Jeder Mech, den man ausspielt, hat Eifer. Jeder Mech kann sofort angreifen. Die Heldenfähigkeit ist extrem stark, auch wenn sie sehr RNG-abhängig ist, ne? Weil sie immer wechselt. Aber alle Heldenfähigkeiten sind sehr stark. Ich denke mal, Dr. Boom werden wir auf jeden Fall sehen in einem Mech-Deck. Für Krieger ist es eine sehr starke Karte und es ist eine neue Heldenkarte. Ich liebe diese Karte nicht. Kollisionsbeschleuniger, 5 Mana 1-3. Nachdem euer Held einen Diener angegriffen hat, greift dieser Diener einen benachbarten Diener an. 5 Mana für eine 1-3er Waffe ist natürlich sehr schlecht. Der Effekt kann gut sein. Das Problem ist halt, der Gegner kann um diesen Effekt so ein bisschen herum spielen. Gegen Agro-Decks kann er auch... Es ist so ein bisschen tricky. Ich mag diese Waffe nicht. Das Problem an dieser Waffe ist, man ist davon abhängig, dass der Gegner erstmal 2 Karten auf dem Feld hat. Wenn der Diener natürlich keine Benachbarten hat, kann er nichts angreifen. Man braucht dazu ein bisschen Diener und er müsste halt auch einen Diener angreifen, den er kaputt machen könnte. Wenn diese Waffe zum Wirken kommt, ist sie verdammt stark. Aber man kann mit ihr auch nur wirklich die Minions angreifen. Ne? Man kann mit ihr nicht wirklich den gegnerischen Helden angreifen durch diesen einen Angriff. Von daher, Kollisionsbeschleuniger kann eine sehr gute Karte sein. Gegen gewisse Decks, gegen Aggro- und Kontrolldecks vielleicht nicht so. Gegen Midrange-Decks eher. Midrange-Decks, tut mir leid. Eher, aber an sich finde ich diese Karte nicht wirklich toll. Ich denke von dem Kollisionsbeschleuniger. Es ist eine lustige Karte. Wir werden aber davon, denke ich mal, nicht relativ sehen. Und die meisten Spieler, die gut sind, werden auch um diese Karte immer herumspielen. Das ist halt so ein eisernes Gesetz. Wenn man gegen eine Klasse spielt, spielt man meistens um Karten wie diese herum. Beryllium's Nullifizierer. Warum müssten die deutschen Namen so anstrengend sein? 7 Mana, 3, 8 magnetisch. Kann nicht das Ziel von Zaubern oder Heldenfähigkeiten gewählt werden? Ist ein relativ interessanter Mech.
weil man einem Mech die Fähigkeit geben kann, nicht von Zaubern anvisiert zu werden. Es gibt natürlich noch andere Möglichkeiten, kaputt zu machen. Es gibt natürlich noch Karteneffekte, die diesen kaputt machen können. 7 Mana 3-8 ist eine relativ schwache Statline. Es ist im Prinzip eher so eine Verteidigungskarte. Man will einen Mech, den man vielleicht vorher hochgebufft hat, der vielleicht einen guten Effekt hat, vielleicht der, der immer Rüstung gibt, wenn er Schaden kriegt, natürlich die Möglichkeit geben, länger zu leben. Aber im Allgemeinen würde ich diese Karte einfach als zu langsam empfinden. 7 Mana 3-8, man kann sie trotzdem noch kaputt machen. Wenn man gegen eine falsche Klasse spielt, ist sie komplett nutzlos. Ich denke nicht, dass wir von dieser Karte sehr viel sehen werden. Vielleicht irgendwann später oder wenn sich sehr viele Zauber durchsetzen werden, aber so an sich ist diese Karte zu langsam für das, was sie tut. Das heißt, ich denke, davon werden wir relativ weniger sehen. Das war die 10 Kriegerkarten und ich würde sagen, wir machen weiter mit den Paladin-Karten. Leuchtsteinmechaniker, 6 Mana, 3-4, Kampfschrei verleiht allen Dienern auf eurer Hand +2/+2. Ja, es ist eine relativ langsame Karte, bin ich ganz ehrlich. 6 Mana, 3-4 ist nicht wirklich eine sehr gute Statline. Allen Dienern auf der Hand +2/+2 geben. In einem Agro-Deck wird man seine Diener natürlich relativ schnell ausspielen. Kontrolldeck ist nicht wirklich darauf bedacht, seine Karten hochzubuffen. Der Effekt ist, wenn man viele Karten auf der Hand hat, vielleicht für Arena relativ stark. So aber an sich im Rank denke ich nicht, dass wir sehr viel von diesem Leuchtsteinmechaniker sehen würden. Der Effekt passt einfach momentan in kein wirklich sehr gutes Paladin-Deck, was mir einfällt. Oder ist einfach für die Paladin-Decks, die mir einfallen, nicht wirklich so, dass ich sagen muss, diese Karte muss da unbedingt gespielt werden. Von daher, ja. Leuchtron, 1 Mana, 1-3, magnetisch, Mech, ist, ja, ein bisschen schlechter als die Krieger 1-3er-Variante, hat keinen besonderen Effekt, ist einfach nur magnetisch. Das heißt, im schlimmsten Fall könnte man ihn trotzdem noch als 1 Mana plus 1 plus 3 für einen Mech benutzen, was ein relativ guter Effekt ist. An sich, für Agro-Decks aufzuhalten, ist er relativ gut. Leuchtron ist eigentlich eine solide Karte. Ich denke mal, in einem Mech-Paladin-Deck könnte man ihn sehen. Ansonsten, ja, 1 Mana, 1-3er Statline ist eigentlich immer relativ gut, vor allem gegen Agro-Decks, ne? Und an sich kann diese Karte auch länger auf dem Feld bleiben und reinhauen. Also ich denke mal, Leuchtron werden wir auch sehen, auch wenn er natürlich vielleicht nicht so gut ist wie andere Karten, aber Leuchtron ist eine solide Mech-Karte. Ich denke, davon werden wir etwas sehen. Es ist halt natürlich immer so die Frage, wir haben schon das Mech-Beuteltier gesehen, ob diese Karte da so ein bisschen im Konkurrenz dazu steht, aber ich denke mal, Leuchtron ist trotzdem eine Karte, die werden wir sehen. Vor allem für den legendären Paladin-Zauber ist sie nochmal etwas besser. Mechano-Ei, 5 Mana, 05, Todesröcheln, ruft einen Robosaurus 8-8 herbei. Keine gute Karte. 5 Mana 05 ist zu langsam. Die Eier hatten sonst immer relativ wenig Mana-Kosten, relativ wenig Leben. Der hat natürlich mehr. Klar, wir können Mech drauf anwenden und können mit dieser Karte angreifen. Wir könnten ihm Spott geben. Der 8-8er Dino ist relativ stark, aber an sich, wenn man diese Karte ausspielt und der Gegner kriegt sie vielleicht irgendwie weg, ohne dass wir irgendwas Tolles dafür kriegen, ist diese Karte einfach viel zu langsam gewesen. Mechano-Ei ist nicht wirklich eine tolle Mech-Karte. Ich denke, von dieser Karte werden wir nicht so viel sehen. Prismatische Linse dagegen, 4 Mana, zieh einen Diener und einen Zauber aus eurem Deck, vertauscht ihre Kosten, ist eine relativ starke Karte, wenn ich ganz ehrlich bin. Man könnte sich ein Deck herumbauen, wo man relativ starke Kreaturen oder relativ starke Minions und relativ schwache Zauber spielt. Also vor allem Paladin hat durch seine Einsatz-Secrets relativ schwache Zauber. Klar, man wird nicht ein Secret für 10 Mana ausspielen, aber wenn ich jetzt zum Beispiel die Prismatische Linse benutze, irgendeine 10er-Karte rauskriege und dafür eine 10er Kost Minion für 1 Mana ausspielen kann, ist es ein verdammt starker Effekt. Man müsste sich halt speziell ein Deck dafür machen, was halt wirklich schwache Zauber, starke Karten spielt. Aber ich denke mal, Prismatische Linse ist eine Karte, die wir auf jeden Fall sehen werden in dieser Expansion, auch wenn sich ein gewisses Deck drumherum baut. Es ist auf jeden Fall eine lustige Karte. Vor allem in den Anfangsdingern werden wir eine Runde sehen, ob diese Karte in zukünftigen Expansions besser wird, werden wir sehen. Schrumpfstrahl, 5 Mana, setzt Angriff und Leben aller Diener auf 1. Ist eine relativ interessante Karte. Das Problem, was ich an dieser Karte habe, sie setzt halt alles auf 1. Das heißt, man müsste irgendein Deck ausspielen, was sehr viele, ich sag mal, Minions hat, die auf dem Feld sind, die eh nicht so stark sind. Wenn der Gegner starke Karten ausspielt, klar, ein Schrumpfstrahl, dann kann das Board clearen. Aber 5 Mana-Kosten sind ein bisschen zu hoch für diese Karte, wenn ich ganz ehrlich bin. 5 Mana-Kosten, man kann einen Board clear machen, aber es gibt in anderen, oder es gibt schon andere Kombinationsmöglichkeiten, die vielleicht ein bisschen stärker sind und wo man nur die gegnerischen Einheiten wegmacht. Von daher denke ich, Schrumpfstrahl
Arena okay, aber so würde ich sagen, dass wir von dieser Karte nicht wirklich sehr viel sehen werden. Dafür ist sie einfach zu langsam für den Effekt, den sie hat. Kristallschmied Kangor. 2 Mana, 1/2 Gottesschild, Lebensentzug, eure Heilung ist verdoppelt. Ist eine relativ interessante Karte. 2 Mana, 1/2 mit dem Gottesschild sorgt natürlich dafür, dass ein bisschen auf dem Spielfeld Leben bleibt. Lebensentzug auf so eine schwache Karte bringt nicht wirklich viel, aber die Heilung, die wir erhalten, ist verdoppelt. Paladin hat ein paar Optionen, sich hochzuheilen. Allerdings habe ich diese Heilungskarten in letzter Zeit relativ wenig bei Paladin-Decks gesehen. Paladin hat so ein bisschen mehr auf Aggro gesetzt. Kristallschmied Kangor ist allerdings durch diese doppelte Heilung, die wir bekommen, eine relativ starke legendäre Karte, das kann man sagen. Also doppelte Heilung. Man könnte ihn sogar direkt mit einem Lay on Hands ausspielen. Das heißt, man heilt sich für 16, für 10 Mana heilt man sich um 16 und zieht 3 Karten, was natürlich extrem gut ist, aber momentan passt er nicht wirklich in diese Paladin-Deck-Typen, die ich kenne, rein. Von daher, ich denke nicht, dass wir ihn jetzt großartig sehen werden. Aber an sich, der Effekt ist stark. Er passt momentan aber einfach nicht in die Decks rein. Das ist halt das größte Problem an ihm. Kristallologie. 2 Mana, zieht 2 Diener mit einem Angriff aus eurem Deck raus. Ist eine relativ interessante Karte, auch mit der Linse. Man könnte sich seine schwachen Diener sofort aus dem Deck rausziehen. 2 Mana, zieht 2 Karten. Gut, die Karten haben nur einen Angriff, aber wenn man weiß, was man in seinem Deck spielt, wenn man halt schwache Mechs spielt, die vielleicht nur einen Angriff haben, ist diese Karte relativ gut, weil man schnell wieder Karten auf die Hand bekommt. Das heißt, vor allem in diesen Mech-Decks, wir haben schon gesehen, dass einige Mechs halt nur einen Angriff haben, aber trotzdem einen relativ guten Effekt haben. Denke ich, wird man Kristallologie sehen. Es ist für diese Decks eine relativ solide Karte. Für alles andere, man braucht halt wirklich diese einen Angriff Minions. Und das ist halt das größte Problem. Trotzdem eine relativ solide Karte. Ich denke mal, die werden wir ein bisschen sehen. Verteidigungsmatrix. 1 Mana, Secret, Geheimnis. Wenn ein befreundeter Diener angegriffen wird, erhält er Gottesschild. Ist eine relativ lustige Karte. Es gibt schon andere Secrets, die Karte, wenn sie kaputt gemacht wird, wiederbeleben mit einem Leben. Verteidigungsmatrix kann natürlich ein bisschen besser sein. Gegen Aggro-Decks weiß ich es nicht. Gegen Aggro-Decks vielleicht, aber passt diese Karte wirklich momentan in so einen Paladin-Deck rein? Ja. Wenn der Gegner mit einer starken Karte angreift und man kriegt eine Verteidigungsmatrix, kriegt man natürlich ein Divine-Schild auf dem Minion, was dann auf jeden Fall überleben wird. Und der Gegner hätte vielleicht mit seiner stärksten Karte angegriffen, aber in wie vielen Fällen wird das genau vorkommen? Wird diese Karte wirklich so gut sein, dass der Gegner immer mit der stärksten Karte angreift? Oder hat er vielleicht sogar erst Angst und greift mit einer schwächeren Karte an? Weil es gibt natürlich Secrets, die sind darauf ausgelegt, erstmal, dass vielleicht mit schwächeren Karten angegriffen werden können. Von daher Verteidigungsmatrix. Ist okay, denke ich aber nicht, dass wir so viel sehen werden. Dafür ist der Effekt doch denn ein bisschen, naja, zu leicht rumspielbar. Wenn sie wirklich zu häufig auftritt, wird man natürlich drum herum spielen. Wenn sie gar nicht auftritt, dann ja, ist es nicht wirklich eine solide Karte. Kangors endlose Armee. 7 Mana, belebe 3 befreundete Mechs wieder. Ihre magnetischen Upgrades bleiben bestehen. Natürlich für einen Mech-Deck extrem gut. Paladin ist eine dieser Karten, die auch noch magnetische Karten hat. Und diese Karte für 7 Mana ist natürlich eigentlich, wenn man es wirklich genau nimmt, sehr stark. Wenn man, natürlich hat man am Anfang auch Mechs, die nicht wirklich stark sind, die relativ schwach ausgespielt wurden. Aber wenn man jetzt einzelne Mechs ausspielt, diese einfach nur hochbufft und vielleicht Mechs oder ein oder zwei Mechs nur trifft, die magnetische Upgrades behalten, ist diese Karte schon relativ sehenswert. 7 Mana, man kriegt 3 Karten wieder, die man vorher verloren hat. Ist eine sehr starke Karte. Dadurch kriegt man auf jeden Fall wieder ein bisschen Board Control. Ich denke, dass wir auf jeden Fall im Mech-Decks Kangros endlose Armee sehen werden. Wenn wir Paladin Mech-Decks sehen, wenn nicht, ist diese Karte natürlich eh nutzlos, weil wir beleben halt nur Mechs wieder. Aber ja, Mech-Decks Paladin auf jeden Fall, ansonsten nicht. Und Nerfomodul. Der verbesserte Erneuertron. 4 Mana, 2/4, magnetisch Gottesschild Spott. Interessante Karte. Gottesschild ist natürlich wieder immer ein guter Effekt, der auf jeden Fall Schaden abfängt, aber Erneuertron war damals halt so gut, weil man für 2 Mana ein Gottesschild bekommen hat, weil man Aggro-Decks relativ gut aufhalten könnte. Nervomodul ist mit den 4 Mana-Kosten ein bisschen zu hoch, zumal 4 Mana für Paladin immer so ein begehrter Slot ist. Es gibt viele Karten, die haben 4 Mana-Kosten, das heißt Nervomodul wird sich halt mit einer anderen Menge Karten streiten. Wenn es wirklich drauf ankommt, in einem Mech-Deck, Paladin-Mech-Deck, ich bin von dieser Karte nicht wirklich so überzeugt. Sie ist auch kirsch, der magnetische Effekt kann relativ gut sein, aber
Ich finde ihn für das, was er so ein bisschen macht, doch relativ langsam, wenn ich ehrlich bin. Ne? Aneutron war wirklich ein durchaus besserer Mech. Nervomodul. Ich denke mal, wir werden es vielleicht ein bisschen sehen, aber es wird sich vielleicht auch. Ich kann mich auch irren, aber ich denke nicht, dass er sich so als starke Karte durchsetzen wird, dass er in jedem Paladin-Mech-Deck gespielt wird. Man muss halt natürlich auch immer gucken, was will ich mit dem Mechs machen. Und ich denke, Paladin könnte da eher auf so eine Richtung Aggro gehen, wenn ich mir unsicher bin. Das waren die Paladin-Klassenkarten. Kommen wir noch zum Jäger. Wir machen immer drei Klassenkarten natürlich in einer Folge. Gucken wir uns an, was der Jäger so Tolles für Spielzeuge bekommen hat. Okay, Toxinator, 2 Mana, 2/2, mechanisch giftig. Ist ein Träumchen. wir haben bei den neutralen Karten schon den Raketenwerfer gesehen, der allen anderen Karten natürlich Schaden zufügt. Wenn man diese Karte mit einem Toxinator kombiniert, ist es eine Karte, die allen Einheiten Schaden zufügt und die alles kaputt macht. In einer. Ne? Für 8 Mana kriegt man einen Board Clear, der immer wieder zuschlägt mit 6/6, den der Gegner erstmal wegmachen muss. Ansonsten Toxinator auch giftig für 2 Mana 2/2 ist eigentlich relativ solides Deadline. Vor allem am Anfang ausspielbar mit einem magnetischen Effekt. Das heißt, man könnte ihn auf irgendeinen starken Mech anwenden, der vielleicht viel Leben hat und immer kleinere Minions wegmachen. Toxinator, denke ich, dass wir ihn sehen werden in einem Mech-Deck, in einem Hunter-Mech-Deck. Die Frage ist nur, ob sich ein Hunter-Mech durchsetzen kann, wird. Aber Toxinator ist eine relativ solide Karte, eine relativ starke Karte meiner Meinung nach. Er hat eine Menge Kombo-Potenzial, allein durch dieses Magnetische. Von daher denke ich, dass wir den Toxinator sehen werden. Goblinstreich, 2 Mana, verleiht einem befreundeten Diener +3/+3 und Eifer, er stirbt am Ende des Zuges. Ist eine relativ lustige Karte. Ich weiß auch nicht, warum diese Karte nochmal 3 Leben kriegt, wenn sie eh am Ende des Zuges stirbt. Aber ja, im Prinzip, man gibt einer Karte halt 3 Angriff, sie kann sofort eine andere Karte angreifen und stirbt. Das heißt, wenn wir vielleicht Karten haben mit einem Todeswunsch-Effekt, mit einem Todesröcheln-Effekt, den wir unbedingt auslösen wollen, ist diese Karte relativ gut. 3 Angriff sorgt dafür, dass wir vielleicht ein bisschen mehr wegmachen können, als es beliebt ist. Es ist eine okaye Karte, sie kann in gewissen Decks gespielt werden, aber auch nicht in allen Decks. Ne? Höchstens, wenn es wirklich mir einfällt, Karten, die wirklich einen guten Todeswunsch-Effekt haben, die vielleicht auch nicht wirklich viel Angriff haben oder die schnell wecken müssen. Goblinstreich ist eine okaye Karte, ich denke, wir werden ihn ein bisschen sehen, aber ich denke nicht, dass er sich so als Top-Karte durchsetzen wird. Flax Bumsuka, der Hunter-Zauber. 8 Mana, ruft 3 Diener aus eurem Deck herbei, sie greifen feindliche Diener an und sterben danach. Ist eine interessante Karte für einen Todeswunsch-Jäger-Deck. Die Karten, die natürlich aus dem Deck gerufen werden, müssten Todeswunsch-Effekte haben, dass diese Karte wirklich gut ist, weil man greift natürlich einen zufälligen feindlichen Diener an. Das heißt, wenn ich wirklich Pech habe und ich erwische irgendwas, was ich nicht angreifen will, ist kein guter Effekt. Die Mana-Kosten für diese Karte sind extrem hoch. Das heißt, sie auf jeden Fall nicht in den Aggro-Deck reinpassen und dass die Karten auch auf jeden Fall der Ende der Runde sterben, heißt halt Todeswunsch. Ne? Das heißt, man bräuchte in seinem Deck sehr starke Todeswunsch-Einheiten, die man rausruft, die dann triggern und die einfach reinhauen. Die Karten, die natürlich aus dem Deck rausgerufen werden, triggern natürlich nicht ihren Kampfschrei-Effekt. Von daher, ich finde die Karte persönlich zu langsam. Ich denke nicht, dass sie in irgendein Deck momentan reinpasst. Auch Todeswunsch-Decks kann ich mir nicht wirklich vorstellen, dass wir die Bumsuka wirklich so sehen werden, wie sie momentan ist. So gut sehen werden. Sie ist halt ja, nicht wirklich ein solider Zauber. Ich finde sie eher für die Mana-Kosten ein bisschen zu stark. Aber wenn man sie zu schwach machen würde, wäre sie vielleicht zu stark. Ich denke nicht, dass wir von dieser Bumsuka wirklich eine Menge sehen werden. Ich finde übrigens diesen Silberdrachen über den Zauberkarten ein bisschen lustig. Der Drache scheint da einfach nur so ein bisschen reingefotoshoppt zu sein. Passt gar nicht so richtig rein. Ne? Also es geht. Aber wenn man sich die normalen Legendary Minions anguckt, der Drache ist sicher für diesen Hubbel ausgelegt und nicht für so eine flache Karte. Finde ich relativ interessant. Ich dachte zuerst, es wäre ein Grafikfehler, war aber keiner. Nekromechanikerin, 5 Mana, 3/6, eure Todesröcheln-Effekte werden 2-mal ausgelöst. Ja, und das ist so eine Karte, die ich mit den Boomboards meinte bei der neutralen Folge. Boomboards haben natürlich diesen Todesröcheln-Effekt, dass sie den Gegner auslösen, dass sie dem Gegner halt Schaden machen. Und man kann natürlich seine Boomboards angreifen lassen. Wenn man jetzt halt einen Zug hat, wo man die Todesröcheln-Effekte doppelt triggern lassen kann, vielleicht ein paar Boomboards kaputt hauen kann, ist diese Karte natürlich relativ stark. Allgemein, Hunter hat sehr gute Karten mit dem Todesröcheln-Effekt. Von daher, und sie löst sogar Todesröcheln-Effekte bei Waffen aus. Ne? Nicht nur bei Minions, sondern bei allem.
Nekromechanikerin. Statline sorgt auch dafür, dass sie ein bisschen überlegt. 5 Mana, 3, 6 ist okay, ist solide. Ein bisschen mehr auf Überleben getrimmt, aber das muss sie auch wirklich. Ich denke, dass wir von dieser Karte etwas sehen werden. Zumindest in einem Todesröcheln, Hunter-Deck. Ich denke wirklich, dass es da eine relativ solide Karte ist. Geheimer Plan. 1 Mana, entdecke ein Geheimnis. Ist, ja, ich weiß nicht, ob diese Karte wirklich so gut ist. Klar, man zieht ein Geheimnis. Es gibt wirklich momentan aber nicht so tolle Decks, die Geheimnisse ziehen. Es gibt auch keine neuen Geheimnisse. Ich kann mir nicht wirklich vorstellen, dass wir diese Karte in vielleicht ein paar Decks sehen. Vielleicht in einem Spellhunter-Deck. Aber Geheimer Plan ist eher so eine Karte, die ich nicht wirklich glaube, dass wir sie wirklich sehr viel sehen werden. Geheimnisse, man kann natürlich nie wissen, was man bekommt. Man könnte natürlich das ziehen, was man wirklich braucht. Vielleicht spielt man die Karte auch über andere Geheimnisse, auch wenn das Secret einen mehr kostet. Aber Geheimer Plan, ja, ist okayisch. Ist keine schlechte Karte, aber ich denke nicht, dass wir wirklich davon sehr viel sehen werden. Bombenwurf, 2 Mana, verursacht 2 Schaden, ruft eine Goblin-Bombe herbei. Das ist wirklich eine sehr interessante Karte. Bombenwurf kann man natürlich auch auf den gegnerischen Helden werfen. Das heißt im Prinzip, wenn ich es wirklich ausreizen will, könnte ich mit dieser Karte 4 Schaden für den gegnerischen Helden bedeuten. Für 2 Mana, was relativ solide ist. Ich kriege eine Goblin-Bombe. Dadurch, dass die Goblin-Bombe eine Mech ist und wir magnetische Karten spielen könnten, könnte es natürlich auch zu so einem Problem werden. Ja, Goblin-Bombe, vor allem in so einem Hunter-Deck. Kann ich es mir wirklich vorstellen, dass man sich irgendwie versucht, diese Goblin-Bomben aufs Feld zu bringen und dem gegnerischen Helden einfach nur in einem Aggro-Deck kaputt zu machen mit halt seinen Mech-Goblin-Bomben. Von daher, ich denke, Bombenwurf ist eine solide Karte. Wir werden sie auf jeden Fall sehen in einem Mech-Aggro-Deck, wenn sich das durchsetzen kann. Pyrotechnika ist dafür eine Karte, die auch dafür sorgt. 2 Mana, 2-1, Kampfschrei, verleiht einem befreundeten Mech +1/+1 und löst seinen Todesröcheln-Effekt aus, wenn er einen hat. Natürlich, das Erste, was einem einfallen könnte, wir haben in der Menge relativ viele Bomben gesehen. Das heißt, wir können unsere Bombe Angriff geben, unsere Bombe kann angreifen und wir lösen sofort den Todesröcheln-Effekt aus. Pyrotechnika ist eine sehr starke Karte für Mechs Todesröcheln-Effekt, also gerade für diese Goblin-Bomben. Ich denke, wir werden auf jeden Fall was von Pyrotechnika sehen. Die Frage ist, wie wird sich dieses Goblin-Bomben-Hunter-Deck durchsetzen? Ansonsten gibt es in einem anderen Mech +1/+1. Wenn wir sie sehen, werden wir sie nur natürlich im Mech-Deck sehen. Ansonsten ist es eine relativ schwache Karte, aber gerade für so ein Mech-Deck, die wir vielleicht am Anfang sehen werden, ich denke, wir werden von den Pyrotechnikerinnen noch etwas zu sehen bekommen. Sprengmeister Flag, 7 Mana, 5-5, Kampfschrei, ruft 4 Goblin-Bomben herbei. Junge, ist okayisch. Problem, was ich mit dieser Karte habe, sie ist vielleicht ein bisschen zu langsam für Aggro-Decks. Ne? Natürlich, man kriegt 4 Goblin-Bomben. Das Problem ist, was will man mit diesen Goblin-Bomben machen? Man kann nicht jeder Goblin-Bombe Angriff geben, man hat nicht so viele mechanische Einheiten. 7 Mana für eine 5-5er ist auch ein relativ hohe Mana-Kosten für einen Aggro-Deck. Von daher Sprengmeister, der Effekt mit den 4 Goblin-Bomben ist natürlich relativ toll. Wenn man diese allerdings nicht kaputt kriegt oder so, dann ist es relativ nutzlos, weil man sich das Board voll hat. Für ein Aggro-Deck ist sie relativ langsam. Ich denke, Sprengmeister Flag. Ich denke nicht, dass wir sehr viel von ihm sehen werden. Ich denke, er wird mal ausprobiert werden, aber ich denke nicht, dass ich diese Karte großartig durchsetzen kann. Es sei denn, ich habe jetzt irgendwas Besonderes übersehen. Natürlich könnte man mit dem Toxinator und mit dem Raketenwerfer alle Goblin-Bomben auf dem Feld triggern, aber ja, an sich für ein Aggro-Deck finde ich persönlich zu langsam. Cyberchip, 2 Mana, verleiht euren Dienern Todesröcheln, erhaltet einen zufälligen Mech auf die Hand. Auch eine Karte, die kann relativ gut sein. Natürlich könnte man eine große Anzahl an Mechs bekommen. Es gibt sehr viele Mechs, die sind gut. Es gibt ein paar Mechs, die sind schlecht. Cyberchip für 2 Mana ist allerdings auch eher so eine etwas langsamere Karte. Ne? Ich glaube, es gab sogar früher für Hunter eine Karte für 3 Mana, die jedem Diener eine Bestie auf die Hand gegeben hat. Die Karte wurde auch nicht wirklich häufig gespielt. Wobei Cyberchip könnte natürlich für manche Decks relativ gut sein, wenn man sie kombinieren kann mit einer Goblin-Bombe vielleicht und einem Mechaniker, dass man sofort den Schaden der Goblin-Bombe triggert und den Todesröcheln-Effekt. Cyberchip ist aber, denke ich, eine Karte, die werden wir nicht allzu häufig sehen. Ja, sie ist einfach dafür zu viel RNG, kann sehr nach hinten losgehen. Ich denke nicht, dass Cyberchip so eine gute Karte ist. Spinnenbombe, 3 Mana, 2-2, magnetisch, Todesröcheln, vernichtet einen zufälligen feindlichen Diener. Ist eine relativ interessante Karte. Vor allem ist sie magnetisch, was wirklich bedeutend ist. Man kann sie einem anderen Mech geben. Und man könnte sie einer Goblin-Bombe natürlich auch geben.
Die Fähigkeit, wenn die Karte stirbt, einem gegnerischen Diener zu zerstören, ist relativ stark. Man macht nicht nur irgendwie 4 Schaden oder so, sondern man macht ihn komplett kaputt, selbst wenn er ein Divine Shield hat. Spinnenbombe ist, denke ich mal, eine solide Mech-Karte, die wir auf jeden Fall in Mech-Hunter-Decks sehen werden. Gute Kombinationsmöglichkeiten durch die magnetische Karte. Also Spinnenbombe, denke ich, werden wir auf jeden Fall in dieser Expansion ein bisschen was zu sehen bekommen in einem Mech-Deck. Also man hat schon so ein bisschen gemerkt, Hunter ist so ein bisschen auf Mech getrimmt. Hunter hat für seinen anderen Decktyp nicht wirklich die tollsten Karten bekommen. Aber halt für einen Mech-Deck gibt es viele Kombinationsmöglichkeiten, vor allem mit diesen Goblin-Bomben. Und dadurch, dass wir uns noch mehr Goblin-Bomben spüren können, könnte es relativ interessant werden. Ich bin mal gespannt, ob wir so ein Goblin-Bomben-Hunter-Deck sehen mit sehr viel Mechs. Ich kann es mir wirklich durchaus vorstellen. Aber dafür brauchen wir halt eine Menge magnetischer Karten. Die legendäre Einheit könnten wir vielleicht dann doch sehen. Aber ja, sie ist halt so langsam, ne? Der Effekt ist relativ gut, aber sie ist halt so ein bisschen langsam, wenn ich ehrlich bin. Werden wir sehen. Das waren auf jeden Fall die Pybios für die magnetischen Klassen, also Krieger, Paladin und Hunter haben wir durch. Jetzt fehlen noch 6 weitere, das heißt, es wird noch 2 weitere Folgen geben. Wenn es euch gefallen hat, lasst es mich wissen und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir uns um die Stoffklassen kümmern. Bis dahin, haut rein und ciao. Dr. Boom übernimmt keine Haftung für abgetrennte Gliedmaßen oder andere Schäden. Preisgabe des halbwegs geheimen Laborstandorts wird mit dem Tod bestraft.